Du hast hier sehr schöne Vorlagen für Stammbäume und in diesem Paket möchte ich dir einmal ein Hilfevideo an die Hand geben, das dir die Bearbeitung dieser Vorlagen mit Adobe InDesign zeigt. Und hierzu werde ich hauptsächlich in dieser Vorlage meine Bearbeitung vornehmen und diese kannst du eins zu eins nachmachen. Aber die Wege, was ich mache, die Techniken, die ich einsetze, sind genauso gut anwendbar bei allen anderen Vorlagen auch. Wenn du das Stammbaumvorlagenpaket heruntergeladen hast, dann findest du in etwa diese Ordnerstruktur. Das heißt, du hast Data, HTML und eine Start-HTML. Und du kannst mit Doppelklick auf die Start-HTML das Menü öffnen und kannst auf Inhalte gehen und kannst dir dann schon einmal die für dich passende Vorlage herauspicken. Und jetzt kannst du sagen, ich öffne mal die Arbeitsdateien dazu und du findest eine Bitte lesen PDF. Und das solltest du auch tun. Als erstes bitte lesen. Denn hier findest du die von uns verwendeten kostenlosen Schriftarten. Die durften wir dem Paket aus lizenzrechtlichen Gründen nicht beilegen, aber die sind kostenlos und auch frei erhältlich im Internet. Das heißt, wir haben jetzt die Version 4 und die Version 5 in meinem Hilfevideo und du klickst einfach hier auf den Link und es öffnet sich Olio Script und du kannst diese ganz einfach herunterladen. Das machst du also mit den Schriftarten für die Stammbaumvorlagen, die du bearbeiten möchtest. Ich habe das schon getan, deswegen sind meine Schriftarten installiert. Du öffnest deine Datei entweder auch hier wieder über die Arbeitsdateien, gehst über InDesign und ziehst hier die Datei noch einmal herunter oder du gehst noch mal rein in die Stammbaumvorlagen, Vorlagen und dort unter Data findest du noch einmal hier diese fünf Ordner. Und auch da kannst du ganz normal reingehen in die Arbeitsdateien. InDesign soll es sein, okay, und ich nutze InDesign CC, das heißt, ich kann diese Datei mit Doppelklick starten. Jetzt kommt ein Hinweis: Dieses Dokument enthält Verknüpfungen zu Quellen, die geändert wurden. Da drückst du dann einfach Verknüpfungen aktualisieren. Denn in diesem Linksordner ist eine Grafik drin, die wir tatsächlich auch nochmal brauchen in der Bearbeitung. Und daher kann ich ganz einfach hier in diesem Dialog sagen, Verknüpfung aktualisieren. Und meine Datei öffnet sich hier in Adobe InDesign. Wenn du Adobe InDesign geöffnet hast, dann sieht es in etwa so aus. Du hast das Seitenbedienfeld. Das brauchen wir nicht, weil wir nur eine Seite haben. Aber was wir wirklich brauchen, ist das Ebenenbedienfeld. Stelle sicher, dass bei den Verknüpfungen hier kein Warnzeichen ist. Und wenn ein Warnzeichen ist, kannst du dort doppelt draufklicken und dann gehst du nochmal in den Ordner rein, links, also Data, die Nummer und dann links und dort findest du genau diese Hintergrundtextur und kannst diese einfach nochmal zuweisen. Wir bleiben aber im Ordner Ebenen, denn hier habe ich zwei Ebenengruppen, einmal für Texte und einmal die Gestaltungsebene. Hier in Adobe InDesign wirst du sehen, ist das Dokument sehr groß angelegt. Das heißt, ich habe hier ein A2-Format. Zusätzlich gibt es noch eine Beschnittzugabe, wie sie die meisten Druckereien auch wollen, von 3 mm. Also das passt super für deine Anwendungszwecke. Und dadurch, dass die Elemente hier auch nahezu alle auf Vektoren basieren, bis auf die Hintergrundebene, könntest du diese auch im Grunde größer skalieren, also A1 oder sogar A0 drucken. Wir belassen es mal bei A2. Ich wähle OK. Und jetzt wollen wir starten mit dem Austausch der ersten Elemente. Und womit ich anfangen möchte, ist natürlich mit dem Namenstausch. Es Caroline und Maximilian Meyerholz. Ich kann einmal in den Normalmodus gehen, dann sehe ich schon, wie die Vektoren alle angelegt sind. Und dann wechsle ich wieder in den Forschermodus. Also ich zoome jetzt hier weiter rein. Ich kann reinzoomen mit gedrückter Alt-Taste und dann zoome ich einfach mit meinem Mausrad hinein oder mit Steuerung Plus und Steuerung Minus der Tastatur. Das geht auch. Und jetzt mit meinem T-Werkzeug, also mit meinem Textwerkzeug, habe ich die Olio Script, so heißt die Schriftart, die ich zuvor heruntergeladen habe. Und jetzt kann ich ganz einfach sagen, ja, statt Caroline und Maximilian heißt jetzt das Pärchen hier unten Anastasia und Gabriel. Und die beiden heißen nicht Meyerholz, sondern heißen einfach mal Schmidt. Falls der Name jetzt nicht passen sollte, falls der zu lang ist, ja. Hier habe ich ja noch ein bisschen Platz, aber vielleicht ist es ein Doppelname. Nehmen wir mal Schmidt Müller von
Eckfelden. Dann sage ich mir, oh, das ist ja ziemlich lang, was kann ich denn da tun? Dann gehen wir nämlich rein in die Textbearbeitung und dazu werde ich über Fenster mir einmal Schrifttabellen und jetzt das Zeichenfenster öffnen. Das kann ich dann hier einmal anhängen. So, jetzt ist es hier drin. Und dann kann ich sagen, alles klar, hier ist die Schrift dazu groß. Ich markiere mal diesen Bereich und kann jetzt hier den Schriftgrad auch verkleinern. Und dann sage ich, alles klar, so passt es, die 31. Dann sollte ich vielleicht die beiden auch noch ein bisschen größer machen, so dass es proportional wirkt. Okay, wir gehen mal zum nächsten Schriftpunkt. Nehmen wir mal Großvater Name. Auch hier kann ich den Namen ändern in Herbert. Herbert Schmidt. Und wenn auch dieser Schmidt Müller heißt und ich möchte aber die Schriftart so belassen in der Größe, weil diese mir von der Einheitlichkeit sehr gut gefällt, welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich werde jetzt mal diese Zeile markieren mit Doppelklick. Dann kann ich nämlich auch noch die Laufweite verringern. Und das mache ich hier drüber. Hier sehe ich die Laufweite der Buchstaben. Und dann kann ich auf minus 10 gehen. Man sieht schon, die Abstände der Buchstaben zueinander werden leicht eingerückt. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nur den sichtbaren Bereich markiert. Und das waren minus 50. Okay. Also ich sehe, es gibt noch weitere Möglichkeiten, um hier bestimmte Änderungen vorzunehmen. Das geht mit der Laufweite. Hier. Ja. Oder, was ich aber eigentlich aus typografischen und auch ästhetischen Gründen nicht machen sollte, ich kann die Buchstaben auch etwas zusammenstauchen. Und das geht einmal in der Höhe und auch in der Breite. Also man sieht, neben dem reinen Schriftgrad gibt es auch noch Möglichkeiten, wieder Platz zu schaffen, so dass ich bei sehr langen Namen auch noch individuell eingreifen kann. Ein letzter Tipp, der eignet sich im Grunde besonders bei Leerräumen, also wenn ich einen Doppelnamen hätte, ich sag mal Herbert Gustav. Jetzt möchte ich hier eigentlich diesen Zwischenraum ein bisschen kleiner gestalten. Dann klicke ich da rein. Auf meiner Tastatur halte ich die Alt-Taste gedrückt und gehe jetzt mit dem linken Pfeil meines Cursors einfach etwas rüber und kann so das sogenannte Kerning etwas verändern und dieses Wort dichter an das andere Wort heranziehen. Falls jetzt der Zeilenabstand auch nicht ganz stimmig ist, ich möchte zum Beispiel noch eine dritte Zeile hineinfügen, dann könnte ich jetzt im Grunde mal gucken. Ah, hier ist mein Textrahmen, den habe ich mit meinem Auswahlwerkzeug aktiviert. So, mit Doppelklick kann ich mein Textwerkzeug wieder in einem Textrahmen aktivieren. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte Geburtsdatum 1.3.1945 platzieren, dann reicht es natürlich vom Platz nicht aus. Und ich müsste jetzt den Zeilenabstand etwas verringern. Und der Zeilenabstand ist hier wiedergegeben. Und ich kann diesen etwas verringern und so alles ein bisschen reinziehen. Ich markiere wieder meinen Textrahmen und ziehe das Ganze noch etwas höher. Ja, so passt es fast. Aber in diesem Fall müsste ich natürlich doch noch etwas meine Schrift verkleinern, so dass das Ganze noch hübsch aussieht. Also ihr seht, über das Zeichenbilddienfeld habt ihr die Möglichkeit, den Schriftgrad zu ändern, den Zeilenabstand, die Laufweite, gerade dann, wenn es etwas eng wird. Ansonsten würde ich die Laufweite gar nicht ändern. Die gleiche Möglichkeit habe ich aber auch hier oben über meine Steuerungspalette. Also müsst ihr schauen, wie es für euch am besten ist, ob über das Zeichenbilddienfeld oder Steuerungspalette. Wenn jetzt der Fall ist, dass ihr aus welchen Gründen auch immer vielleicht ein Band weghaben wollt, vielleicht durch Krieg, durch Krankheit, wer weiß warum, vielleicht unbekannt, dann habt ihr die Möglichkeit, in das Ebenenbedienfeld hineinzugehen. Und jetzt picke ich mir mal genau diese vier raus und ich sehe, hier ist die Gestaltungsebene, okay. Und dieses kleine Symbol zeigt mir, das est diese Gruppe. Alles klar. Jetzt gehe ich mal rein in die Gruppe und ich sehe, das sind eine ganze Menge Pfade. Und ich gucke mal. Hier, das ist die Gruppe. Das wird wieder angezeigt. Genau hier sind diese. Alles klar. Und jetzt muss ich mal gucken, wo in diesem Faden genau dieser ist. Das hier, dieser Pfad also. Also im Grunde. Ja, genau. Im Grunde beginnen genau hier die Pfade, die ich auch ausblenden kann, denn okay, man sieht, das sind diese einzelnen kleinen Striche, die habe ich zuerst ausgeblendet. Ich blende jetzt hier auf diese Seite und weiter geht's.
Die Striche sind alle weg. Seht ihr? Jetzt dieser kleine Schein ist weg. Weiter geht's. Ah, das ist weg. Und jetzt habe ich nur noch diese oberen Flügel und diesen unteren Flügel. Der ist weg und jetzt ist der untere Flügel noch dran. Oh, jetzt habe ich ein zu viel. Da. Und so kann ich auch diese Elemente ausblenden oder ich markiere mir das Ganze und drücke einfach Env, dann ist dieser auch entfernt. Also man sieht, ich habe doch die Möglichkeit, ganz einfach diese Dinge zu entfernen. Bei dieser Stammbaumvorlage gibt es noch eine weitere Sache, die sich sehr schön anbietet in der Änderung. Und zwar, wenn ich hier das Familienwappen habe, das G und M, das bezog sich eigentlich auf die Vornamen. Also vorher war ja Caroline und ich glaube Maximilian. Ja, war es Maximilian? Ich glaube ja. Und jetzt gehe ich mal in den Textordner rein. Hier sehe ich das M. Alles klar. Ich könnte das jetzt so anfassen und ändern in G für Gabriel und hier A für Anastasia. Dann müsste ich einfach mit meinem Auswahlwerkzeug nochmal die Position verändern. Hier vom A, das packe ich mal hier rein. Und dann schnappe ich mir das G, das ziehe ich etwas. Na, hat nicht funktioniert. Ja, jetzt habe ich es, ne? Genau, ich habe es ausgewählt. Wenn mehrere Ebenen übereinander liegen, dann kann ich die Steuerungstaste halten und dann geht er in diese verschiedenen Ebenen, die übereinander liegen, durch und dann kann ich diese auch mir einfach auspicken. Ich könnte jetzt also das A und das G nehmen für Anastasia und Gabriel, aber ich könnte was anderes machen, was ich persönlich viel, viel cooler finde. Und zwar könnte ich hier ein Bild auch einbauen. Dazu werde ich als erstes mal diese beiden Buchstaben entfernen und ich klicke einfach mal rein mit meinem Direktauswahlwerkzeug. Ich habe hier das Auswahlwerkzeug und sehe an der gestrichelten Eckrahmen, dass verschiedene Elemente gruppiert wurden. Aber ich kann auch mal ein Direktauswahlwerkzeug nehmen, dann sehe ich schon, ah, das sind die ganzen Elemente. Und jetzt klicke ich mir mal einfach nur diesen Hintergrund an. Na, den habe ich nicht ganz erwischt. Ich gehe mal etwas weiter rein mit Alt-Taste, zoome ich weiter rein. Das ist genau der Rahmen, den ich eigentlich meinte. Und diesen werde ich jetzt füllen mit einem Bild. Und ich tue das mit Datei, platzieren. Und ich habe mir vorher dieses Bild einmal rausgesucht von Pixabay. Okay. Und jetzt habe ich hier dieses Paarbild schon drin. Und jetzt kann ich dieses in der Größe, das brauche ich nicht, noch variieren. Ich klicke noch einmal rein und sehe, ich habe jetzt hier einen braunen Rahmen. Und jetzt kann ich nämlich das Pärchen hier noch ein bisschen nach oben in der Position verändern oder auch in der Größe hier über den Eckpunkt. Mit Shift-Taste halte ich diesen Eckpunkt gedrückt und ziehe ihn auf, sodass das sich proportional vergrößert. Und jetzt kann ich ihn wieder neu ausrichten. Ich mache das nochmal. Okay. So, ja. Jetzt sind sie auch schön in der Mitte, dieses Liebespaar, Anastasia und Gabriel. Okay, vielleicht empfinde ich jetzt diese anderen Elemente noch als störend. Dann muss ich mir mal rauspicken, welche das sind. Also die sind hier in dieser Gestaltungsebene, genau in dieser Gruppe. Das zeigt mir wieder dieses kleine Symbol hier, diese Farbfläche. Okay, dann gehe ich mal rein. Ah, das ist also genau dieser Pfad. Und wo dieser Pfad ist, sind die anderen gleich in der Nähe. Das heißt, ich kann einfach mal hier runtergehen. Hier sehe ich schon, was passiert. Okay, und dann muss ich mal oben gucken, weil oben sind weitere Elemente. Genau, das war die richtige Gruppe hier. Und jetzt gehe ich mal rein. Ah, hier sehe ich schon. Sehr gut. Und jetzt muss ich nur noch gucken, möchte ich diesen Schraffur-Stil lassen oder nehme ich den auch weg? Ich gucke mal rein. Alles klar, in dieser Gruppe sind die hier. Okay, dann kann ich hier diese Pfade auch nochmal alle verändern. Und man sieht schon, was passiert. Also kann ich da sogar noch ein Bild unterbringen und diese einzelnen Vektoren einzeln auch ausblenden. Ist ein bisschen Arbeit im Grunde vorgesehen, war das Familienwappen gar nicht, dass ich da ein Bild reinpacke. Aber ich dachte, in diesem Hilfevideo zeige ich es mal einfach, falls ihr doch den Wunsch habt, da noch ein Bild reinzupacken. So. Und den noch. Und den noch. So, jetzt habe ich es. Sieht doch ganz gut aus. Vielleicht habt ihr jetzt für euch die Texte alle angepasst und sagt, ah, das ist schon sehr gut, aber das Einzige, was mir jetzt noch wirklich fehlt, ist eine Farbänderung. So, das Gelb, Blau wäre vielleicht cooler. Was können wir da tun? Ja, was können wir tun? Ich werde jetzt einmal die Textebene einfahren und die Gestaltungsebene, das ist diese, die Gruppe kann ich auch einfahren. Und ich sehe, ganz unten habe ich mein Bild, meine Textur, das ist die. Und das Einfachste, um diese farblich zu verändern, ist, indem ich jetzt eine neue Fläche nehme. Ich kann dazu dieses Rechteckwerkzeug nehmen und ich ziehe einfach jetzt mal
hier diese Fläche auf. Und jetzt sehe ich, ist mein Rechteck hier oben an oberster Stelle der Gestaltungsebene. Und ich nehme mein Rechteck und ziehe das genau hier oberhalb meiner JPEG. Okay, und jetzt habe ich hier diesen hellen Schein. Ja, das ist zu hell. Ich nehme jetzt einen Blauton. Ja, nehmen wir mal einen Blauton, vielleicht diesen hier, und ich will okay. Und das Einzige, was ich jetzt nur noch machen muss, ist, dass ich das Ganze mit dem Hintergrund verrechne. Und dazu hole ich mir meinen Fenstereffekte. So, hier ist er. Und ich gehe rein in den Modus Farbton. Das ist schon alles. Ich ziehe mir also die Farbtoninformationen aus dem soeben aufgezogenen Rechteck und kann jetzt sagen, ja, das gefällt mir gut, vielleicht ein bisschen weniger Deckkraft. So, ja, sehr gut. Okay, und falls mir der Farbton nicht gefällt, dann kann ich diesen auch ganz einfach noch anpassen, vielleicht einen grünen Stich. Ja, also super einfach in der Anpassung. Vielleicht noch eine Erklärung, diese geschwungenen Elemente. Falls ihr da eine dritte Zeile wollt, funktioniert das nicht über die Enter-Taste wie hier oben, weil ich hier oben einen geraden Textrahmen habe. Das bezieht sich einfach nur auf den Textrahmen. Hier ist mein Text entlang einem Textpfad angeordnet worden und dafür habe ich ein Text-auf-Pfad-Werkzeug. Und wie bekomme ich jetzt theoretisch eine dritte Zeile auch hier hin? Und wenn ich mal genau schaue, sehe ich, ah, das war also mein Textpfad, eine Ellipse war das, da ist der Text drauf, genauso hier. Wenn ich also eine dritte Zeile hier noch einmal haben möchte, dann fasst auch mit dem Direktauswahlwerkzeug einfach diesen Pfad an. Die Alt-Taste haltet gedrückt und jetzt sieht man schon ein kleines Plus und dann ziehe ich das einfach noch einmal so herunter. Und schon habt ihr diesen Text dupliziert. Dann müsstet ihr den Textgrad noch etwas verkleinern und das Ganze auch nochmal neu ausrichten. Das heißt, den einen am untersten Rand und den nächsten ziehe ich. Na, mit den nächsten dann in der Mitte und den anderen dann ganz oben. Wie gesagt, alles mit etwas kleinerem Text. Also statt 33 vielleicht 20 und hier genau das gleiche. Hier nehme ich mal den 20 Punkt und dieser dann auch mit 20 Punkt, so dass das Ganze dann auch wieder in diesen verfügbaren Platz hineinpasst. Und die dritte Zeile, da würde ich dann halt reinschreiben. Ja, just married. Wann haben Sie geheiratet? Wir nehmen den 1. Mai 2019. Und so ist es auch möglich, geschwungene Texte auch noch einmal zu duplizieren, also mehr Zeilen davon anzulegen. Wenn ihr die Datei jetzt ausgeben wollt, so wie sie ist, dann braucht ihr einfach nur noch auf Datei und Exportieren gehen. Es öffnet sich ein Dialog und dort wählt das Adobe PDF-Format oder das JPEG-Format speichern. Und hier habt ihr die Möglichkeit auch nochmal zu sagen, die Bildqualität, die soll maximal sein. Und die Auflösung, die können wir so lassen und wählt halt genau das, was ihr wollt. Ob RGB oder CMYK, versichert euch bei demjenigen, der das druckt, also eure Druckerei, welchen Farbraum ihr wünscht, ob RGB oder CMYK. Und dann könnt ihr das Ganze schon als JPEG exportieren. Oder alternativ als PDF-Datei über entweder Exportieren oder Adobe PDF-Vorgaben. Da könnt ihr dann qualitativ hochwertiger Druck nehmen, speichern, ja. Und könnt das Ganze dann auch hier über diesen Dialog ausgeben. Geht dann rein nochmal in die Ausgabe, falls ihr ein bestimmtes Zielprofil braucht. Werte beibehalten, dann könnt ihr dieses Zielprofil auch hier einstellen. Wie zum Beispiel ISO-coded V2 300%, das wollen sehr viele Online-Druckereien haben. Und dann könnt ihr dieses exportieren und habt dann auch die PDF, die ihr direkt zum Druck geben könnt. Ich hoffe, dieses Video war euch eine gute Hilfe, um genau das Ergebnis zu erhalten, das ihr euch gewünscht habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einsatz unserer Stammbaumvorlagen, ganz gleich, ob es digital sein soll oder im Print, ob es für eine Hochzeitszeitung eingesetzt wird, als Bild an der Wand oder im Familienalbum. Wir freuen uns in jedem Fall, dass du es einsetzt und viel Spaß und viel Freude mit dem Ergebnis.